Hi, schön, dass du da bist. Schön, dass du da bist, ja. Was brauchst du, um mit SAT überhaupt zu starten? Um eine Ausbildung zu machen? Das Ganze mit Leben einzuhauchen? Du brauchst gar nichts. Null. Du brauchst keine Vorkenntnisse. Bei uns sind alles von oberster Richter bis Straßenkehrer, von alles. Alles wirklich eine bunte Mischung, weil alle im Herzen das eine fühlen, ich möchte doch eigentlich nur glücklich sein. Meinem Leben einen Sinn geben. Meine Schmerzen auflösen, wie auch immer. Alle haben mehr oder weniger den gleichen Kern. Und da braucht man keine Vorkenntnisse. Also du musst nicht mal lesen können, du musst nicht mal schreiben können. Einfach du selbst sein. Das ist mehr als genug. Ja, lass dann alles los, was du gelernt hast am besten. Geh alles auch, komm runter auf Null. Wie so ein kleines Kind, dann nimmst du am besten am meisten auf, wie ein leeres Glas aus, füllst neu auf, ja, und trinke es und genieße es. Also, das ist das, was auch viele Leute fragen, welche Vorkenntnisse brauche ich? Muss ich schon was können, eine Vorarbeit geleistet haben, schon eine Ausbildung genossen haben oder was auch immer? Nein, du brauchst nichts, du brauchst nur dich alleine. Denn du bist in diesem Augenblick der Mittelpunkt von allem. Das Ganze. Und das eine ist, bist du, und deshalb keine Vorkenntnisse, gar nichts. Wir sind eigentlich vollkommene Wesen, wir haben es nur vergessen. Und unser Geburtsrecht ist, glücklich zu sein. Das ist unser Geburtsrecht. Das ist unser göttliches Recht. Und das hat man uns weggenommen oder zumindest eingeredet, dass wir das nicht haben. Wir haben viele Rechte. Oder eigentlich fast gar keine Rechte, aber viele Pflichten. Ja? Und es wird uns anerzogen, bewusst und unbewusst, im Kindergarten, im Elternhaus, in der Schule, im Fernsehen und so weiter, dass wir den Glauben an uns verlieren. Wenn du ein schlechtes Gewissen hast, dann geh in die Kirche. Wenn du ein körperliches Problem hast, dann geh zum Arzt oder wo auch immer. Aber du selber lass die Finger davon, denn du bist ja keine Auserwählte, so ungefähr. Wer bist du schon? Schuster, bleib bei deinen Leisten und. Das heißt, unser Selbstwert kommt weit unter selbst, unter Null, wird heruntergesetzt. Ganz in der Schule fängt es schon an, ja, mit diesem Thema. Es wird ein Aufsatz gemacht, sage ich mal, von 3 oder 4 Seiten. Und die ganze Aufmerksamkeit wird gerichtet auf, sage ich mal, 4 Fehler. 4 Fehler werden mit Rot markiert. Ja, darauf werden wir gedrillt, unsere Aufmerksamkeit auf das Negative zu richten, ja, auf diesen roten Stift. 4 Fehler, 4 Seiten hast du gemacht, ja, 300 Wörter und 4 Fehler. 4 Fehler und darauf, wumm, werden wir gedrillt. Das heißt, du bist schlecht. Ja, komm mit deinen Eltern her, so geht es nicht weiter. Statt zu sagen, Mensch, du hast 396 Wörter richtig geschrieben. Das ist doch ein Traum, das ist doch ein Applaus wert und so weiter. Und mach weiter so, ich bin so stolz auf dich. Das wäre der richtige Weg. Und der falsche Weg ist genau das, die Aufmerksamkeit auf dieses kleine, bobelige 4 Fehler zu richten, aber noch eingekreist. Dass man sagt, ja, dieses Bewusstsein dahin gelenkt wird, auf das. Also unser Selbstwert kann da nur sinken. Ja, wir bekommen im Leben als Kinder mindestens 17 bis 19 Mal ein Nein, bevor wir einmal ein Ja bekommen. Das kannst du nicht, hör, was der Lehrer sagt, bla 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 und so weiter. Und oft nicht böse gemeint, sondern die Eltern konnten es ja selber nicht besser. Aber unser Geburtsrecht ist es, glücklich zu sein. Glücklich zu sein wie unsere Kinder. Was passiert? Was wollen wir? Wir wollen glückliche Kinder sehen. Wir wollen, dass unsere Kinder glücklich sind und gesund. Dann sind wir doch glücklich. Und so ist es mit der Schöpfung auch. Die will, dass wir glücklich sind. Das Leben liebt uns. Es ist, will, dass wir glücklich sind. Nichts anderes. Alles andere ist meiner Meinung nach eine, muss ich mal aufpassen vor der Kamera, was ich sage, ja, eine Falschinformation, die falsch verstanden wurde und falsch weitergegeben wurde. Das Leben liebt uns und will, dass wir glücklich sind. Die Schöpfung liebt uns und will, dass wir glücklich sind. Die Schöpfung liebt, wenn du jetzt Mutter oder Vater bist und Kinder hast, dann weißt du ja, dass du eigentlich nur willst, dass deine Kinder glücklich sind. Und du liebst deine Kinder. Und die Schöpfung, so heißt es, liebt uns 10 Millionen Mal mehr, als wir je lieben könnten.
Also 10 Millionen mehr mindestens. Wie kann man dann wirklich glauben, dass sie will, dass wir leiden? Das ist absoluter Humbug, um es ganz liebevoll zu formulieren. Ja? Die Schöpfung will, wir sind Kinder der Schöpfung, die will, dass wir glücklich sind hier auf Erden, auf diesem wunderschönen Planet Erde. Ja? Die will, dass wir glücklich sind. So, das ist hier unsere Aufgabe, unser Sein, das ist unser Geburtsrecht, glücklich zu sein. Unser Schöpferrecht. Ja. Und deshalb wünsche ich dir, dass du dieses Recht wieder in Anspruch nimmst und hier dein Leben lebst in seiner allerschönsten Form. Es ist dein Geburtsrecht, genauso wie meins. Ich glaube an dich, auch wenn ich dich nicht kenne.